In den 5 Jahren von Fortnite gab es schon so unzählige Momente mit Charlie, wo er entweder seinen Glanzmoment hat oder mal wieder seinen schlechtesten Moment hatte, wo er irgendwas falsch gemacht hat oder natürlich vielleicht sogar die ganze Zeit irgendwie gerippt wird. Charlie ist immer wieder da und deswegen schauen wir uns die 15 Momente an, wo Charlie glänzt oder nicht glänzt oder stumpf ist oder abgestumpft wird oder überrollt wird. Gibt es sonst unzählige Sachen. Und in diesem Sinne, guten Tag. Fangen wir auch schon mit der unspektakulärsten Geschichte an und kann man sagen, dass Charlie hier gestorben ist in dieser Geschichte, weil er da ja tatsächlich zu Kors wurde, zu einem Schädel, eine Mischung aus Charlie, aus Knochen, Kors, was auch immer. Ich würde mal sagen, das ist eines der unbeliebtesten Sachen gewesen und eines der unbeliebtesten Momente von Charlie gewesen, weil er einfach nur wack aussieht und so weiter. Und deswegen packen wir das einfach mal auf die glorreiche 15 und so weiter. Wobei der Trailer doch irgendwo ein bisschen lustig ist, finde ich, und die Mischung auch vielleicht. Der 14. Platz geht an den Halloween-Trailer. Und im Prinzip ist hier Charlie ja schon mehr oder weniger tot. Ja, Charlie wird öfter sterben, Leute. Der stirbt immer wieder hier in irgendwelchen Trailer. Und in dem Halloween-Trailer ist er eigentlich gerippt. Das Interessante, ein kleiner Funfact tatsächlich zu diesem Trailer. Die gesamte Szene und der Aufbau davon erinnert sehr, sehr stark an eine Szene aus One Piece, wo Luffy tatsächlich auch einen Zombie aus dem Grab herauszieht. Und da kommen wir schon ein bisschen zu den besseren Momenten. Endlich mal, wo Charlie mal nicht tot ist oder sowas, sondern wieder einen Glanzmoment hatte und kampfbereit war. Und zwar im Season 4 Trailer, Chapter 2. Aber wisst ihr, wer auch bereit ist? Natürlich ihr. Wenn ihr dieses Video irgendwo empfohlen bekommen habt, Leute, und zu vielleicht 40% der Zuschauer gehört, die diese Videos regelmäßig schauen, nicht abonnieren, gerne Abo-Button und Glocke rein. Und es würde mich freuen, kostenlos. Natürlich gerne an dieser Stelle schon direkt den Like-Button, wenn ihr schon ausgeschlafen seid und euch auf die Ferien freut. Ne, einige Bundesländer starten ja in die Ferien rein. Aber Charlie hat genau hier seinen Moment. Und so ein Moment, dass viele dachten natürlich, dass wir von Charlie eine neue Variante kriegen mit seinen Klauen oder sowas. Ne, aber schaut euch an, ehrlich mal konnte Charlie glänzen. Zack, Wolverine-Style hat er seine Billy-Klauen rausgezischt. Nein, Charlie steckt mehr, als man denkt, würde ich mal sagen. Ne? Und in diesen Trailern und die ganzen Glanzmomente werden wir noch so eine Menge sehen, was in Charlie steckt. Ein sehr unscheinbarer Moment gab es aber auch tatsächlich in dem Season 2 Trailer, jetzt zu Chapter 3. Eine kurze, schon gar nicht so lange her, hatte tatsächlich auch Charlie eine kleine Szene und durfte mal wieder herhalten für ein Running Gag inzwischen in Fortnite, würde ich sagen, weil das eigentlich gang und gäbe ist. Aber no joke, ihr werdet es merken, dass es wirklich ein Running Gag ist, aber Gunnar hat tatsächlich Charlie, zack, da ist es. Diese eine Sekunde, nicht mal, war die Szene in diesem Trailer. Deswegen auch so weit hinten in dem Platz. Es ist zwar nicht super viel passiert, aber wieder durfte Charlie dran glauben und wurde von Gunnar tatsächlich gerippt, genauso wie Hotdog. Ne, aber dann kam auch The Rock an und da gab es auf jeden Fall hier eine Mega-Punch-Bam. Aber die kurze Szene reicht aus, um natürlich den Running Gag von Charlie wird in jedem Trailer gekillt fortzusetzen. Aber Charlie muss ja nicht immer nur sterben, Leute, für wunderbare Momente, ne? Der Boy hatte auch natürlich seine Glanzmomente und so weiter. Wie gesagt, da steckt eine Menge in ihm drin, ne? Nicht nur schlüpfte mal eben so ein Martini oder sowas, aber der hat auch Faust dick hinter den Ohren. Er ist auch ein waschechter Agent. Er muss nur gerufen werden, Leute, und zack, schon geht es ans Business. Ne, und auch das ist eines der Momente gewesen im Season 2, Chapter 2 Trailer. Ja, eine schöne Season, gute Zeiten, oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt auch gerne runter in die Kommentare, was euer Top-Charlie-Moment war, nachdem ihr das Video komplett durchgeguckt habt, weil da gibt es noch eine Menge. Nummer 10. Ah, das ist eine glorreiche Szene. Wieder mal, wo Charlie dran glauben muss. Und zwar im Darth Vader Trailer. Ne, dort sehen wir tatsächlich, wie Jones und Charlie gegen eine Tür hämmern. Und das ist natürlich 1:1 eine Anspielung an eine Szene aus Rogue One, wo auch Darth Vader in dem Gang steht. Nur diesmal halt mit Vorteilcharakteren und so weiter. Und auch wenn wir nicht explizit sehen, wie Darth Vader hier einmal durchgeht, wir alle wissen ganz genau, was da passiert ist. Ne, und was in dieser Szene passieren wird. Er wird da durch den Gang gehen und alle einmal durchschnitzeln und auch Charlie finden und den auseinandernehmen. Also auch da wird auch Charlie dran geglaubt haben, auch wenn der Trailer hier kurz, relativ kurz ist und schon aufhört. Nummer 9. Ah, ein sehr unscheinbarer Trailer und zwar bei der Mandalorian Kopfgeldjagd. Trailer, hatte auch Charlie hier tatsächlich wieder seinen Moment, wo er tatsächlich dran glauben musste, als Running Gag. No joke, das zieht sich wirklich fort und einige waren das vielleicht noch nicht mal bewusst, aber wenn ihr das jetzt alles hier seht, merkt ihr einfach, in wie vielen Trailer Charlie tatsächlich hier gejagt wurde, gerade wie von Mandalorian. Das ist die eine Sache, aber
Er hat ihn auch gefunden. Er hat ihn auch gefunden und in Carbonit eingefroren. Na, auch wieder eine Szene, wo Charlie dran glauben musste für den Trailer und für den Mandalorian. Und Charlie wurde dann auch in Carbonit eingefroren. Und in Season 5 hat man dann tatsächlich auch Charlie auf der Map in Carbonit gefunden. Ne? Und zwar bei The Haven. Ihr erinnert euch noch auf diese kleinen Außenposten von den ganzen Jägern. Da gab es auch natürlich das Haus von Mandalorian und dort gab es dann auch natürlich die Steintafel von Charlie, die da rumhing. Von daher, nices Detail. Charlie muss auch hier wieder dran glauben. Oh, ein weiterer sehr geiler Moment von Charlie ist tatsächlich in dem P-1000 Trailer oder S-1000 ist es im Deutschen. Wo Jones für Charlie mit einer riesen fetten Anspielung tatsächlich an Iron Man ihm eine neue Rüstung baut und Charlie ist ja hier im Prinzip gerippt als Smoothie. Aber er kriegt einen neuen Panzer von Jones zusammengebaut, damit er wieder aktiv sein kann. Und das ist eine mega, mega coole Anspielung an Iron Man. Und im Prinzip ist ja Charlie hier auch irgendwie tot, aber auch wieder wiederbelebt worden, oder? Kann man so zusammenfassen, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein sehr cooler Moment und ein sehr geiler Trailer. Nummer 7. Oh, auch ein sehr nicer Moment natürlich, wo Charlie glänzen konnte. Vor allen Dingen, weil das ja auch natürlich irgendwie eine Fortsetzung war, ist dann im Season 10 Trailer Chapter 1 gewesen. Viele vielleicht, gibt es auch viele Fortnite-Spieler, die diese Chapters gar nicht miterlebt haben. Aber auch hier hatte Charlie tatsächlich so seinen Glanzmoment. Und zwar während Jones durch alle Realitäten und Zeiten fliegt, weil er natürlich durch den Zero Point reingesogen wurde, findet er auch für einen kurzen Moment wieder Charlie. Aber halt nicht mehr so ganz so fröhlich. Ne? Und allein dieser Blick hier ist Gold wert gewesen. Und eines der coolsten Momente zu damaligen Zeit gewesen. Weil das halt auf etwas aufbaut, was noch ein bisschen in dieser Liste drankommt. Aber war auf jeden Fall cool gemacht. Nummer 6. Der nächste Trailer, wo Charlie dran glauben musste, ist tatsächlich im aktuellsten Trailer der Season 3, Vibing Season, hat es Charlie auch mal wieder was wegzustecken. Und zwar Darth Vader höchstpersönlich hatte ihn gegen ihn was. Schon das zweite Mal. Aber im Prinzip war das das erste Mal und dann kam der Darth Vader Trailer. Aber im Prinzip an dieser Stelle. Und zwar fährt Charlie ja schön in Rollercoaster. Und was macht Darth Vader? Der hat es wieder auf ihn abgesehen und zielt auf ihn und schleudert ihn tatsächlich aus der Bahn weg. Ich würde schon mal dazu zählen, das ist eines der Tode gewesen und der Trailer an sich ist ja auch eigentlich ganz nice gemacht worden. Und ich denke mal, Charlie musste schon wieder dran glauben. Mal wieder von Darth Vader. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, da gab es ein paar krassere Momente, die wir jetzt natürlich kommen. Nummer 5. Das ist der Trailer Indiana Jones. Eines der neuesten tatsächlich, jetzt vor kurzem rausgekommen, musste Charlie da direkt dran glauben. Und zwar in der klassischen Indiana Jones Manieren natürlich. Aber für einen ganz, ganz kurzen Moment, aber schau denn, zack, da ist er. Charlie war irgendwo in dem Tempel drinne und Indiana Jones hat die Falle ausgelöst und dadurch ihn natürlich überrollt. Und jetzt klebt er an dem Stein. Ach, lieb Charlie, du wirst in jedem Trailer irgendwo hingerichtet. Nummer 4. Und wir kommen auch langsam zu den besten Momenten oder was heißt hier beste? Eigentlich sehr tragische Momente, ne? Aber ich glaube in diesem Trailer damals, Season 6 Anfang, wo das Live-Event war, Chapter 2, ist es dieser ganze Running Gag mit Charlie erst ins Leben gekommen und so weiter. Und dann wurde auch die Szene gezeigt, wo Jones wieder mal Charlie sieht, sich super freut darüber, ne? Der kämpft gerade gegen Ryuk tatsächlich aus Street Fighter, ne? Da, ne? Total happy und so weiter, aber ein Hadouken! Und Splash, Charlie ist raus. Und tatsächlich als Saft und nicht mit diesem Holo-Effekt, ne? Versteht ihr? Ja, das war eines der tragischsten Momente tatsächlich, wo Charlie dran glauben musste, glaube ich. Und eines der, denke ich mal, bekanntesten und relevantesten, weil dort ist er dann tatsächlich erst das erste Mal so richtig zerfetzt worden. Ach, der arme Boy, ne? Aber es war auch nicht das erste Mal, Leute. Es gibt so ein paar. Nummer 3. Und zwar im Season 9 Trailer, Chapter 1. Ach, schon lange her, ne? 3 Jahre. Damals auch eine Sommerseason gewesen. Eine der krassesten Seasons damals, was auch Content angeht. War eine mega krasse Geschichte, was die Fortnite angeht. Aber ja, auch da Charlie und Jones wurde auch das erste Mal, glaube ich, so diese Beziehung zwischen den beiden aufgebaut, ne? Dass sie diese Kumpelbeziehung haben, die sich bis heute fortgesetzt hat. Ich meine, imagine, selbst heutzutage müssen wir noch Aufgaben erledigen, wo Jones halt Charlie bei versucht beizubringen, wie er Auto fährt und so weiter, ne? Und wenn man dabei bedenkt, wie die beiden zusammengekommen sind, weil die ja in diesem Bunker eingesperrt waren, ist es eigentlich fraglich, wieso die überhaupt Freunde geblieben sind. Weil das war der größte und hinterhältigste Moment, wo Charlie dran glauben musste. Jones hat ihn einfach zerpflückt, damit er in diesem Bunker überlebt über die nächsten Jahre, hat ihn einfach zu Smoothie gemacht und wurde dann auch endlich befreit als Bunker Jones. Ah, die Storyline damals mit Bunker Jones und so weiter war wirklich interessant und Charlie musste dran glauben und wurde dann auch zum Smoothie. Aber relativ happy.
lassen wir stehen. Vielleicht ist er auch wirklich glücklich. Charlie ist mit allem glücklich. Charlie ist eine Frohnatur. Wir sollten alle wie Charlie sein, oder? Was sagt ihr? Nummer 2. Aber Leute, auf den ersten Platz. Wir mussten uns jetzt so häufig angucken, wie Charlie dran glauben musste. Er musste immer wieder herhalten für den Comedy-Faktor oder was auch immer. Aber sein größter Moment, sein bester Moment in der gesamten Geschichte von Fortnite ist natürlich nicht, wo er irgendwo mal herhalten musste oder dran glauben musste, sondern wo er tatsächlich die gesamte Realität retten konnte und endlich seine Belohnung abholen konnte für wochenlange Fahrstunden. Aber nachdem der Roboter dabei war, kaputt zu gehen, ne, und keine Energie und keine Kraft mehr hatte, weil er komplett zerbombt wurde, hat Charlie alles genutzt. Hat seinen ganzen Mut zusammengenommen und natürlich seine gesamten Fahrstunde mit 60 km/h durch die Fortnite-Insel zu fahren, sodass er keinen Unfall baut. Ne, hat sich ja lange aufgebaut, diese Geschichte, ne? Und dann in diesem Moment zu glänzen. Der einzig richtige Moment, die Realität zu retten, den Roboter, den Kampf gegen die IO. Und deswegen hat er den Slurp-Truck gebraucht. Und deswegen war der Charlie der wahre Held in diesem Live-Event, Leute. Nummer 1. Was sagt ihr dazu? Schreibt runter in die Kommentare. Auf der rechten Seite findet ihr jetzt bestimmt noch ein wunderschönes Vollgeist-Video. Könnt ihr auch gerne auschecken. Vielleicht könnt ihr auch auf dem Kanal ein bisschen rumstöbern. Ein Like würde mich mega freuen. Vielleicht knacken wir die 5000 hier auf diesem Video. Wäre auf jeden Fall schmackhaft. Irgendwann mal nach ein paar Monaten. Und geht mir flossen. Lapp.